Und nun heißt es auch wieder freie Fahrt. Weiter geht es Richtung Bahnhof, Park und Schloss Branitz. Auf der linken Seite sehen Sie hier den direkten Eingang zum Pücklerpark und auf der rechten Seite der Eingang zum Tierpark. Außerdem auf der linken Seite auch eine Bushaltestelle. Hier hält die Buslinie 10, die sogenannte Pücklerlinie, die Sie auch direkt mit dem Hauptbahnhof Cottbus verbindet. Der Pücklerpark ist natürlich ein Juwel. Das Besondere sind sicherlich seine Pyramiden. Fürst Pückler ist in einer von ihr begraben in der Wasserpyramide. Ein Besuch im Pücklerpark ist zu jeder Jahreszeit zu empfehlen, ob jetzt im Frühling, im Sommer oder vor allem auch im Winter. Jedes Mal werden Sie verzaubert sein von den tollen Sichtachsen, von den tollen Pflanzungen, den Bäumen, die Fürst Pückler hier im Park gepflanzt hat. Auf der rechten Seite jetzt das erste Highlight des Cottbuser Tierparks, die Elefanten. Wenn Sie genau schauen, sehen Sie sie auch. Dort hinten auf der rechten Seite sind sie schon zu sehen. Sie sind schon sehr alt und haben sich natürlich auch an die Parkeisenbahn gewöhnt. Man kann sagen, freundschaftliche Nachbarn sind hier zu erleben. Und wenn die Dampflok oder auch eine Lokomotive mal pfeift, da kann es schon mal passieren, dass die Elefanten auch mal zurücktröten. Der Streckenabschnitt vom Bahnhof Zoo Richtung Bahnhof Park und Schloss Branitz ist der längste Abschnitt ohne einen Zwischenhalt. Hier kann man mal so richtig verschnaufen und diese tolle Cabrio-Fahrt genießen. Nun nähern wir uns dem Bahnhof Park und Schloss Branitz. Der Name sagt es schon, hier haben Sie die Möglichkeit, direkt auch zum Schloss zu kommen. Früher hieß dieser Bahnhof Friedenseiche, denn es gab früher eine alte Gaststätte im Dorf Branitz namens Friedenseiche. Und dadurch hatten viele das Ziel, dieses Gasthaus mit seinem großen Biergarten aufzusuchen. Berühmt war dieses Gasthaus für seine leckeren Plinze. Das alles gab es aber nur bis 1995. Viele Parkbahnbesucher und auch Touristen fragten dann, warum heißt denn dieser Bahnhof eigentlich Friedenseiche? Hier steht doch gar keine Friedenseiche. Als dann die Wegebeziehungen zum Schloss und Park Branitz erneuert wurden und direkt am Bahnhofsgebäude am Bahnhof Park und Schloss Branitz vorbeigehen, hat er seinen neuen Namen bekommen und nun kann man mit einem wunderschönen Wanderweg direkt zum Schloss kommen. Es sind ungefähr 1100 Meter.
Ja, am Bahnhof Park und Schloss Branitz gibt es auch eine Kehrtwende, denn wir fahren jetzt in die Wendeschleife und begeben uns auf den Rückweg. Die Wendeschleife ist später noch einmal erneuert worden, denn sie hatte einen zu kleinen Radius. So konnten manche Züge nicht unfallfrei hier durchkommen. Das passiert heute natürlich nicht mehr. Der Bogen wurde deutlich vergrößert und damit können auch alle Waggons und Züge hier ohne Probleme durchfahren. Wir fahren jetzt hier an den Bahnsteig ran und werden uns dann bei freier Fahrt wieder auf den Rückweg machen. Wir fahren jetzt hier an den Bahnsteig ran und werden uns dann bei freier Fahrt wieder auf den Rückweg machen.